zweite gibt es amerikanische Pancakes. Auf Deutsch Pannekuchen. American Pancakes hört sich natürlich ein bisschen spektakulärer an, sind aber ganz übliche, ganz normale Pfannekuchen. Und das ist jetzt diese Rezeptseite in dem tollen neuen Kochbuch, was es mit dem TM5 gibt. Und ja, also dieses Rezept kann man natürlich einmal aus dem Kochbuch kochen und nach dem Guided Cooking. Ich mache es jetzt nach dem Kochbuch, weil ich sowieso die Maßeinheiten abändere. Wir sind ja 5 Personen, das wisst ihr ja inzwischen. Und mit der Zutatenmenge, hier steht zwar für 12 Stück, okay, das sind so kleine Dinger, das wären ja, ja ungefähr 2 Stück für jeden, bleiben vielleicht noch 2 übrig, aber das ist für uns was für einen hohlen Zahn. Und deshalb, ja, vielleicht machen wir die auch ein bisschen größer, große Pannekuchen, ne? Dann haben wir 6 große, ja, das muss schon irgendwie hinkommen. So, fangen wir mal an. Wir brauchen Butter, die geschmolzen wird. Aber von den Zubereitungsschritten könnte ich doch auch mal hier mal gucken. Jetzt mal einfach, ne? Hier mal einmal gucken hier. Das Kochbuch. Ich kann ja, auch wenn ich nach dem Guided Cooking, habe ich den jetzt gemacht, auch wenn ich nach dem Guided Cooking gehe, kann ich ja auch meine Zutatenmengen abändern. Da muss ich ja nicht unbedingt hundertprozentig nachgehen. Also Pancakes amerikanisch starten. So, hier stehen jetzt die Zutaten für 12 Stück. Die sind 50 Gramm Butter und etwas mehr für die Pfanne, 300 Gramm Milch, 2 Eier, 30 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, 1 Esslöffel, entsprechend 15 Gramm Backpulver und einen halben Teelöffel Salz. Ich mache ja, wie ich schon gesagt habe, die doppelte Menge. Jetzt bin ich am Überlegen. Oh, hallo? Was ist denn hier los? Dann nehmen wir auch die richtige Butter, ne? Dann machen wir schön, weil ich liebe ja Butter. Schöne Grüße an meine Sandra. Sandra aus Gelsenkirchen, die weiß, dass Steffi liebt Butter. Und dann machen wir schön die 100 Gramm hier, ne, wegen der doppelten Menge. Machen wir schön rein. Ja, 90 Gramm, Schätzelein. Machen wir noch ein bisschen mehr, ne. Ja, guck, hör mal, geht doch. Butter, eine Seite, Deckelchen drauf. So, Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen. Sehr gerne doch. So, das wird jetzt erwärmt. 2 Minuten 70 Grad. Ich denke mal, das reicht für die 100 Grad auch aus. 2 Minuten 70 Grad Stufe 1. So, jetzt wird Butter geschmolzen und dann machen wir gleich weiter. So, gucken wir mal. Ja, schön geschmolzen. Hat er schön gemacht. Guck, jetzt geht's. Ich gucke mal. Vielleicht sollte ich es einfach zumachen. 300 Gramm Milch. Wir wollen ja doppelte Menge machen. Nehmen also 600. Waage ist schon aktiviert. Da braucht man nichts mehr drücken. Die lieben 31er Kollegen, bitte die Waage natürlich drücken. Und 600 Gramm. Oder natürlich, wenn ihr die normale Menge macht, 300 Gramm. Abwiegen. So. Gut. Weiter. 2 Eier. Ich habe jetzt für die doppelte Menge 4 Eier. Die habe ich jetzt schön hier in dieser Tasse. Gebe ich jetzt mal rein. Gut. In die Butter rein. Okay. 30 Gramm Zucker. Da mache ich natürlich 60. Oder 70 oder 80. Nein. 65 mache ich. 65. So. 200 Gramm Mehl. Ich brauche dann natürlich 400. Für die verfressene Meute hier. Oh, kommt genau hin. Das war jetzt aber Glückssache.
Ein Esslöffel Backpulver, 15 Gramm. Ich habe mir jetzt mal dieses Weinstein-Backpulver geholt. Weiß ich auch nicht warum. Wollte ich einfach mal ausprobieren. So. Mal aufreißen. Und jetzt gucke ich mal. Versuche ich mal, das auf dem Esslöffel drauf zu machen. Und mal gucken, was denn die Waage mir ansagt. Also irgendwie. Mal gucken. So, das ist jetzt ein Esslöffel, würde ich mal sagen. Ne? Rein damit. Das sind bei mir 5 Gramm. Hör mal. Zehn. Bei mir hat die ganze Tüte 15 Gramm. Was steht denn da drauf? Hier steht drauf, ausreichend für 500 Gramm Mehl. Okay. Naja. Ach, was steht? Weinstein-Backpulver ohne Phosphat und glutenfrei. Also, ich habe eine ganze Tüte Backpulver rein, 15 Gramm. Das muss reichen. Und einen halben Teelöffel Salz, nicht so laut. Ge Großer dicker Hund, hat der dreckige Füße? Großer dicker Hund. Hallo, hast du hier Pipi gemacht? Hast du hier Pipi gemacht? Nein. Hast du Pipi gemacht mit Anni? So, ein Teelöffel Salz. Na, jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich wieder in das Buch reingeguckt. Ihr habt mich so durcheinander gemacht. Und du, kleine Ziege, hast du auch Ja. Pipi gemacht? Und er? Ja. Nur Pipi oder was? Ja, er ist nur Pipi, Ja. sie hat Pipi und Aa. Was? So, hier steht jetzt 10 Sekunden Stufe 5. Das könnte natürlich ein bisschen wenig sein, aber ich lasse das jetzt mal und schiebe das gleich nochmal runter und mache dann lieber nochmal 10 Minuten, 10 Sekunden. Hast du schon gefressen? Nee, Sandy, das gibt es nicht. Gibt es nicht. Klicken Sie weiter, ist fertig. Ein Drittel Teelöffel Butter in einer Bratpfanne bei mittlerer Hitze auf dem Herd erwärmen. Für jeden Pancake eine Soßenkelle Teig in die Pfanne geben und 1 bis 2 Minuten braten, bis Blasen an der Pancake-Oberfläche aufplatzen. Pancake wenden und von der anderen Seite ebenfalls eine Minute backen. Pancake auf eine Servierplatte geben und warm halten. Mit dem restlichen Teig genauso verfahren. Ja, das ist ja schön. Heiß servieren, alles klar. Da ich ja jetzt auch eine viel größere Menge gemacht habe, muss ich das noch mal ein bisschen verrühren lassen. Obwohl das wirklich, ehrlich gesagt, jetzt schon eigentlich ganz gut aussieht. Aber hier oben hängt noch ein bisschen was und am Deckel war auch noch ein bisschen was. Und das soll natürlich noch untergerührt werden. Deswegen mache ich das noch mal. Ich denke, 5 Sekunden, 5 reichen auch. Stelle ich noch mal manuell ein. So. Boah, das geht ganz schön ab da. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Halt Pfannkuchenteig, nicht wahr? Okay. Machen wir. Dann machen wir jetzt gleich schön das in der Pfanne. Und dann zeige ich euch das, wenn das fertig ist in der Außenpfanne. Und steht hier jetzt noch ein paar. Warte mal. Wollen Sie Butter durch Öl ersetzen? Erübrigt sich das Schmelzen im ersten Schritt? Ach so, wenn Öl in den Teig rein soll. Okay. Dann wird nämlich das Öl erst im zweiten Schritt mit den Zutaten in den Mixtopf gegeben. Fetten Sie dann die Pfanne auch mit Öl. Okay. Servieren Sie die amerikanischen Pancakes mit Ahornsirup, Schlagsahne, Schokoladensoße, Karamell oder Konfitüre. Und wenn es Schoko-Pancakes werden sollen, einfach im zweiten Zubereitungsschritt zusätzlich 2 Teelöffel Kakaopulver zugeben. Auch wir essen die genauso wie unsere Crepes. Ob da jetzt Zucker drüber kommt, ob da Marmelade drüber kommt, ob da Nutella drauf kommt oder Honig, ganz egal.
Ja, das sehen wir dann gleich, wenn sie vom Herd kommen. Dafür brauchen wir dann doch mal den Herd. Das schafft der Schätzelein nicht. Aber muss er auch nicht. Dafür schafft er viele ganz andere tolle Sachen, die mein Ofen nicht kann. Gut, ich schmeiße dann den Ofen an. Wir sehen uns gleich, damit ihr das Ergebnis sehen könnt. Vielen Dank, bis gleich. Wir sind hier voll am Brutscheln. Die Kinder haben schon ihre erste Portion weg. Ich habe auch gerade schon probiert. Sind richtig gut. Oh, der ist ein bisschen schwarz. Uiuiuiui. Die Leonie kriegt nur den schwarzen. So, also die sind richtig lecker. Sind die lecker? Ja. So. Ich brauche den nächsten Teller. Nico, ich bin dran. Nee, ich krieg doch den schwarzen. Ist doch egal. Nein, hier ist Anni dran. Hier ist was los. Du. Ja, Nico, du bist zuletzt gekommen. Gleich ist Leon dran. Leon, gleich kriegst du einen hellen. Ja. Ne? Also, schmeckt richtig lecker. Unbedingt nachmachen. Ein schönes Foto von dem, den ich gerade verspeise, zeige ich euch gleich. Viel Spaß und bis bald. Tschüssi. So, jetzt wird erstmal hier weitergebrutscht.